Es war einmal in einem weit entfernten Königreich eine kleine Prinzessin namens Luna. Luna war nicht wie die anderen Prinzessinnen. Sie liebte es, draußen in der Natur zu sein, die Vögel singen zu hören und die Blumen zu riechen. Sie fand die Welt draußen viel aufregender als die prächtigen Paläste und den königlichen Prunk. Eines Tages beschloss Luna, dass sie eine besondere Reise unternehmen wollte. Sie schlüpfte aus dem Palast und folgte einem geheimnisvollen Glühwürmchen, das sie tief in den königlichen Garten führte. Dort entdeckte sie ein verzaubertes Baumhaus, das von funkelnden Sternen umgeben war. Luna stieg die Leiter des Baumhauses hinauf und wurde von den freundlichen Tieren des Waldes begrüßt. Eulen, Eichhörnchen und Hasen luden sie ein, an ihren Abenteuern teilzunehmen. Luna und ihre neuen Freunde spielten Verstecken und erzählten sich Geschichten von weit entfernten Ländern. Als die Nacht hereinbrach, begannen die Sterne am Himmel zu leuchten, und Luna fühlte sich, als ob sie im Himmel selbst wäre. Sie kuschelte sich in eine Decke aus Sternenlicht und lauschte den leisen Geschichten der Sterne über vergangene Abenteuer. Schließlich wurde Luna müde von all den aufregenden Erlebnissen. Ihre Tierfreunde sangen ein sanftes Schlaflied, und die Sterne leuchteten noch heller, um ihr eine gute Nacht zu wünschen. Luna schlief ein und hatte die schönsten Träume von Abenteuern im Zauberwald. Am nächsten Morgen kehrte Luna in den Palast zurück, aber sie wusste, dass sie immer wieder in den Zauberwald zurückkehren konnte, um neue Abenteuer zu erleben und die Geschichten der Sterne zu hören. Und so, kleine Träumer, erinnert euch daran, dass auch Prinzessinnen Abenteuer im Freien lieben und dass die Sterne über euch wachen werden, während ihr süße Träume habt.